Wie kreativ sind denn eigentlich unsere Schul- und Hortkinder in Schwechat, fragte sich Bürgermeisterin Karin Bayer. Viele Schulen und Horte meldeten sich und vom Europahort gab es gleich zu Beginn dieser Aktion ein kreatives Geschenk für die neue Stadtvorsteherin. Der Europahort hat sich für die Frau Bürgermeisterin etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ihr seid ja bekannt für eure kreativen Sachen. Wie kommt man auf die Idee, diese Bilder zu schaffen, die sie jetzt gerade bekommen hat? Ja, wir wollten halt etwas verbinden, wo alle Kinder daran teilnehmen können. Das waren jetzt wirklich drei Bilder, wo zwei eigentlich zusammengehören, wo sehr viele Kinder kreativ sein konnten. Es ist halt ein großer Zeitaufwand da, Sie wissen, mit unseren Aufgabenbewältigungen und unserem Tagesablauf, aber wir haben es geschafft und wollten der Frau Bürgermeister damit einen großen Gefallen tun. Und wir freuen uns, wenn sie damit ihr Büro verschönern kann. Also ich habe da ein Fortsetzungsbild, wo alle Kinder gemeinsam daran gearbeitet haben. Mein Wunsch war ja in erster Linie sehr bunt und wie man sieht, haben sie es auch sehr schön bunt gemacht. Und da kriege ich noch eine Collage, wo auch alle zusammengearbeitet haben mit so Keramikarbeiten. Das übersteigt sicher meine bastlerischen Möglichkeiten, was die Kinder da gemacht haben. Und ich freue mich total, dass es jetzt endlich bunt wird bei mir im Büro. Der Europahort ist ja bekannt für seine Kreativität, aber jetzt gibt es ja noch viele andere Schulen, die auch quasi sich angemeldet haben. Wie viele sind denn jetzt überhaupt auf der Anmeldeliste zu finden? Das kann ich gar nicht so aus dem Stegreif beantworten. Wir haben es eigentlich an alle Pflichtschulen sozusagen und die Horte ausgegeben. Und ich lasse mich überraschen, wie viel kommen wird. Ich habe Platz genug. Das heißt, das Rathaus in einem neuen Licht? Das Bürgermeisterinnenzimmer in einem neuen Licht. Kommt alles zu mir. Was hast denn du bei dem Bild gemacht? Ich habe da bei der Collage mitgemacht. Da halt einfach so Bilder und Blättchen. Wer hat denn die Idee zu dieser Collage gehabt? Die Gabi, glaube ich. Eure Hortleiterin. Und wie schwierig war es, alles das so klein, klein zu bemalen und zu bekleben? Eigentlich nichts, ja. Also hat Spaß gemacht? Ja. Die Kinder von welchem Alter haben da jetzt mitgearbeitet? Ja, von Vorschulalter bis zur vierten Klasse. Und die Kinder, die sie übergeben durften, waren jetzt schon die Viertklasse, die uns dann leider bald verlassen werden.